Hallo Vicky, mein Name ist Josef Huber. Ich spreche hier aus dem Syndec, aus dem schönen St. Gallen und möchte heute dafür werben, dass wir unser Wissen teilen. Und um diesen Worten Taten folgen zu lassen, habe ich ein Kit zusammengestellt, in dem die 360-Grad-Kamera drin ist, mit der wir unsere Musterwohnungen, Ausstellungsräume teilen können, nicht nur zwischen uns Beratenden, sondern in der kompletten Öffentlichkeit. Das ist mir ein Anliegen, weil wir für Wissen um Technik und technische Hilfsmittel sensibilisieren müssen. Und dieser virtuelle Besuch einer Musterwohnung kann ein Baustein sein, Wissen niederschwellig anzubieten. Was ist in dieser Kiste drin? Einmal Siegeletiketten, dann zentral eine 360-Grad-Kamera, ein Stativ dazu und der Stativfuß, Ladegerät, Lade- und Datenkabel, Plomben für den Versand und Bierdeckel, einmal der von Vicky oder im ähnlichen Design vom Syndec. Das ist unser Beratungskonzept und wir laden dazu ein, dieses Konzept auch zu übernehmen. Wir versenden gerne die Druckvorlage mit einem individualisierten Logo. Das gehört für uns auch dazu, Wissen zu teilen, Konzepte, die sie bewährt haben, anzubieten, ohne zu behaupten, sie seien die besten, die es überhaupt gibt. Aber wir wollen in Diskussion gehen und je mehr Leute unsere Konzepte anwenden, umso besser können wir sie diskutieren und umso mehr stellen wir fest, wo die Fehler sind. Bevor ich die Kiste erhalte, sollte ich die App auf meinem Smartphone installieren. Da gehe ich auf den Google Play Store, suche nach Insta360. Dann sehe ich hier schon vorgeschlagen die App mit dem gelben Kringel und die installiere ich mir einfach. Das überspringe ich, das brauche ich nicht. Es ist wichtig, die App im Vornherein schon anzugucken, ob sie läuft. Ich hatte ein Telefon, das ich eigentlich mitschicken wollte, ein altes Telefon, hat leider nicht funktioniert. Deswegen muss es jeder von uns installieren, braucht 399 MB, wie es hier angezeigt wird. Und es ist gar nicht so unsinnig, die App auf dem eigenen Telefon zu installieren, weil dann die Bilder definitiv in der eigenen Hand auch nochmal gesichert sind und nicht auf dem kollaborativen Mobiltelefon. Die Kamera ist von mir privat finanziert. Ich habe den Vorteil, wenn wir kollaborieren, komme ich in meinem Dissertationsvorhaben weiter. Das heißt, sie tun mir was Gutes, wenn sie anfangen, mit uns Wissen zu teilen, weil ich wissen möchte, was muss denn passieren, dass wir überhaupt unser Wissen teilen. So, wir sind bei 98% der Installation. Das heißt, ich gehe davon aus, wir sind gleich fertig. Es sei denn, ist dieses lange letzte Prozent, auf das man ewig warten muss. Nein, es schaut gut aus. So, ich öffne die App. Stimme natürlich diesen wunderbaren Vertragsbedingungen zu. Lagerung lockt die Standort und die Speicherung, okay. So, ich habe alle Berechtigungen eingestellt, kann jetzt zur App weiter. Ganz ehrlich, es war auch schon leichter für mich, die Berechtigung zuzuteilen. Vielleicht hatte ich sie auf diesem Telefon schon installiert. Ja, ich habe eine Kamera. Okay, ich muss Bluetooth aktivieren. Und die Kamera wird jetzt natürlich nicht gefunden, weil ich sie nicht eingeschaltet habe. Für mich ist es so, die App läuft jetzt und damit kann ich weitermachen. Den Verpackungsprozess, den filme ich dann einfach mit meiner Kamera. Ich nehme mir 4 Plomben raus, ich nehme 4 Etiketten weg, für jede Ecke eine. Wenn Sie das Ganze verpacken, filmen Sie bitte die Siegeletiketten, die Sie nutzen. Die sind sozusagen der Nachweis, nachher niemand hat die ganze Kiste nochmal aufgemacht. Kontrollieren Sie nochmal vor laufender Kamera. Sie haben die 360-Grad-Kamera drin, den Stativfuß und das Stativ, das Ladegerät und das Kabel, Bierdeckel, die Sie nicht rausgenommen haben, und die Plomben. Danach kommt der Schaumstoff drauf. Die restlichen Etiketten, die braucht der nächste, und danach der Deckel. Das ist jetzt einhändig zuzumachen nicht das allerleichteste, aber es geht. Wenn ich hier von der Ecke zugehe,
kann ich die einzelnen Schalen reindrücken. Ich drücke dann die Plomben hier rein. Die habe ich natürlich falsch rum reingemacht. Gucken Sie, dass das lange Ende nach oben geht. Im Zweifel lassen Sie es aber so, wie es ist. Eine falsche erträgt das System locker. Langes Ende nach oben. Plombe rein. Nochmal langes Ende nach oben. Die Plombe rein. Danach nehme ich das Etikett. Haue es über die Plombe drüber. Und drücke es richtig fest an. Das ist nachher wichtig, damit sich diese Gültigkeits- oder diese Siegelüberprüfung bewahrt oder ja, dass die funktioniert. So, Siegel. Wenn Sie es zu zweit machen, dürfte das deutlich leichter sein. Ups. Ich sollte auch mal anfangen, das Video offiziell zu drehen. Dann wird mir die Kamera auch nicht immer abrauschen. Ne? Jetzt. So. Einmal das Etikett. Schauen Sie, dass Sie es ungefähr mittig drauf kriegen. Dann haben Sie die größte, in Anführungszeichen, Sicherheit, dass das Ganze richtig ankommt. Mitte über das Siegel. So, schauen Sie abschließend, dass Sie einfach nochmal richtig überall drüber gehen, damit das Paket sauber zu ist. Das heißt, Sie haben alle Nummern dokumentiert und schicken diese Nummern oder dieses Video, das Sie jetzt gedreht haben, an die WhatsApp-Gruppe oder an mich. Damit stellen Sie sicher, Sie haben das Ding gut verpackt und der Nächste muss jetzt überprüfen, kamen die Nummern auch genauso an. Wenn Sie das Paket jetzt bekommen von der Post, dann bitte ich Sie nochmal das Gleiche zu machen. Sie nehmen das Telefon, gehen auf die Kamera, gehen auf das Video im Zweifel, so es nicht drin ist, schalten die Kamera ein und filmen. Das ist ein Video, das nicht veröffentlicht wird, sondern nur für uns zu zweit. Sie gucken, ist es Siegel verletzt oder nicht. Einmal, zweimal. Die Nummern können wir überprüfen. Das machen wir nur, falls irgendwas fehlen sollte. Dreimal und viermal. Wenn das Siegel geöffnet wird, das zeige ich Ihnen gerne, dann merken Sie, dieses Siegel ist hier zerstört. Auch wenn ich das jetzt wieder hinklicke, dann sind diese weißen Flecken drauf. Und das ist sozusagen der Nachweis, wenn die Flecken nicht drauf sind, dass Ihre Kiste noch ungeöffnet war. Nehmen Sie gerne die Kiste noch unter der Kamera, machen Sie es auf, Knopf drücken, unten die Lasche rausziehen. Ach, ich muss die Plomben vorher aufmachen, die werden einfach weggerissen einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So, jetzt Knopf drücken mit dem Daumen, Lasche aufziehen. Drücken, Lasche aufziehen. Danach können Sie den Deckel aufmachen. Sie gucken, ist alles korrekt geliefert. Die Siegeletiketten sind mit dabei. Unter dem Schaumstoff ist eine Kamera, Stativ und Stativfuß. Stativfuß, Stativ. Einmal ein Ladegerät, ein Ladekabel, Plomben, ein paar Bierdeckel. Nehmen Sie sich gerne zwei Bierdeckel weg, dann haben Sie die sicher. Und dieses Video schicken Sie so an mich bzw. an Vicky oder die WhatsApp-Gruppe, je nachdem, wie wir vereinbaren, wie wir das machen, da dürfen Sie gerne mitsprechen. Mir geht es, wie gesagt, nur darum, Sie bekommen alle ein komplettes Paket und dass wir wissen, wo ist ein Fehler passiert.
Es geht um Transparenz. Wenn was kaputt geht, gibt es eine Versicherung. Man muss wissen, welche Versicherung läuft. Und ich denke, wenn wir einen Videobeweis haben, wie die Dinge angekommen sind, dann schiebt nicht die eine Versicherung ein Problem auf die nächste Versicherung. Wobei ich auch davon ausgehe, dass wir gar keine Probleme haben und hier einfach zu viel Aufwand für ein Was-wäre-wenn machen.